Ich höre gerne Musik und reite gerne. Das bringt mich immer in gute Stimmung. Ich verbringe viel Zeit mit Tieren. Und wenn ich andere in gute Stimmung bringen will, dann sage ich einen lustigen Witz. Ich habe manchmal andere Möglichkeiten, zum Beispiel entweder ich schreibe mit denen oder ich treffe mich, wenn die jetzt gerade zu Hause sind. Oder ich mache coole Musik, wenn wir gerade unterwegs sind oder so. Wenn ich merke, dass es jetzt mit der Musik, manchmal wird es dann besser. Und wenn ich merke, jetzt diese Musik gefällt mir, dann merke ich, jetzt bin ich in gute Stimmung. Je nachdem, wie die Stimmung gerade ist und immer eine andere Musik. Zum Beispiel, wenn man sein Essen genießt, dann isst man langsamer und man mit allen, mit vielen Sinnen, zum Beispiel mit dem Mund, und man genießt es halt viel mehr. Man hat mehr davon. Ich glaube, dass man einfach mal sowas hinstellen sollte vor sich und es dann einfach langsam probieren, und immer mit der Zeit wird es dann Gewöhnung und dann vielleicht schafft man es dann immer langsamer zu werden und genießen. Ich glaube, da braucht man noch ein bisschen was anderes, und zwar den Tastsinn zum Beispiel, den kann man ja manchmal, die Gabel hält man und dann kann man so langsamer probieren, dass irgendwie halt so immer langsam, immer weniger auf die Gabel zu nehmen, und dann ja. Dann sollte man das Handy mal beiseite legen und wirklich mal diesen Moment genießen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit den Tieren oder mit dem Hund spazieren gehe, dann genieße ich die Natur und achte auf den Ausblick und habe mein Handy zu Hause ausgeschalten. Ich kann gut reiten und gut mit Tieren umgehen. Ich habe in dem Buch gelesen, das Rad der Achtsamkeit. Und achtsam sollte man mit Menschen umgehen und so halt achtsam zu jedem sein. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe, dann beachte ich darauf, dass ich achtsam bin und probiere halt immer Lösungen zu finden, wenn es Probleme gibt. Aber ich gucke auch, damit jeder seine Stärken einbauen kann, dass wir da auch eine Lösung finden.